So, schmackhafte Delikatesse ist später. Das haben wir gerade gemacht. Meistertrank kommt auch etwas später. Rattenplage will ich noch nicht. Das heißt, das Drachenauge wäre der nächste Schritt. Aufgepasst! Sprich, Freund. Mein Atem. Wie gut haben wir hier eigentlich den Speerskill gemacht? Bis jetzt nur auf 8. Ja, okay. Nee, lassen wir es erstmal so. Das bin ich. Bei Gladys sollten wir aber auch mal wieder ein bisschen was an Zaubern steigern. Schlösser knacken ist immer noch Maximum, okay. Zwölf ist gerade bei ihrem Maximum. Und dann machen wir mal so. Armbrust ist auch Maximum, okay. Dann können wir jetzt noch mal in mein Anwesen gehen, damit Gwendalat ihren neuen Bogen bauen kann. Und dann können wir uns auf dem Weg weitermachen zur Burg des Ritters. Zu Traldas Burg. Hier kannst du mal Nägel reinpacken. Und ganz ehrlich, wir sollten wenigstens die Eibenbeeren einsacken. Ach, Nasreddin steht hier in der Ecke. Gulmon, Cornichon. Conchinis, Eibären. So, wir brauchen Sehnen und was war das andere? Für Verstärkung. Besserte Sehne, Salbenfett. Salbenfett ist im Alchemie-Labor. Und ja, ich muss sagen, Ventala läuft sehr seltsam in diesem Teil. Ja, ich weiß, Elfen laufen halt so komisch. Na, viel. Salbenfett haben wir nicht und viele Einbeeren haben wir auch nicht zusammengekriegt. So, das heißt eine und ein Bogen. So, TikTok-Bogen. So, das heißt, die Sehnen können weg. Das Salbenfett tun wir auch mal hier rein. Den Elfenbogen, den verstauen wir in unserer Waffenkiste.
So. Elfenbogen weg. Und dann verziehen wir uns über die Landkarte. So, gucken wir mal. Avestreu, Blutberge und Moorbrücker Sümpfe haben wir alles abgeschlossen und können nicht hin. Also ist die nächste Haltestelle Burg Grimzahn. Ein Drachenauge finden? Das gefällt mir. Aber Moment, brennt die Burg etwa? Seht doch! Ja, die Burg scheint zu brennen. Aufgepasst. Also sollten wir uns gleich schon mal bewaffnen. Weil irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Sanja. Auf dem Weg sammeln wir das Zeug ein, was wir so finden. Also Golmond, Wirselkraut und so. Auch die Musik klingt sehr dramatisch. Ich bin mir sicher, ich rieche Sana Agrin. Seid gewarnt, Gefährten. Ein Ogre. Also ja, der Hauptweg hier ist irgendwie eingestürzt. Wahrscheinlich hat der Ogre ihn einstürzen lassen. Sieht schon sehr interessant aus. Also irgendwelche geheimen Wege und Pfade hier. Und dann kommen unsichtbare Wände. Alvaran geschickt. Wir trafen uns schon in Avestreu. Ach, Hügelbold. Von ihm haben wir ja das Schwert. Seiner Hügelbold, richtig? Ich bin auf dem Weg nach Burg Grimzahn. Sprecht, was ist geschehen? Die Orks sind in die Burg eingedrungen. Ritter Tralda und einige Getreue halten noch den inneren Verteidigungsring. Ich und ein Mitstreiter wurden ausgesandt, um Hilfe zu holen. Erzählt, was wisst ihr noch? Rondra, hilf, ich glaube, sie haben uns gleich erreicht. Wie seid ihr an den Orks vorbeigekommen? Es gibt einen Geheimgang. Er führt aus der Burg. Einfach den Pfad entlang und verfluchter Orken trägt. Die Zeit wird knapp. Was ist aus unserem Mitstreiter geworden? Ist er in die Fänge der Orks geraten? Und Gundwein, mein treuer Kamerad und Freund, der stellte sich den Orks entgegen und verschaffte mir einen Vorsprung. Ich muss unverzüglich weiter oder sein Opfer war umsonst. Das Auge des Drachen, ist es noch sicher? Das Auge? Ich habe keine Ahnung, was ihr meint, aber es gibt einen gesicherten Raum in der Burg, den musste ich bewachen. Trada legte großen Wert darauf. Fex bewahre, gleich sind sie da. Nun eilt euch, ich werde eure Verfolger aufhalten. Hey, Schwarzpelze! Bahia, folgt mir! Kann die durch. Sprich, Freund.
Ich versuche mein Bestes. Na klar. Oh, da ist der Oger. Ein Schwert. Furax, folgt ja. Mandaya Ioi Bandai. Sanya. Veya Tara Gra. Können wir die Logo umschmeißen? Na, wir hätten es versuchen. Wir konnten es versuchen wenigstens. Mandaya Ioi Banda. Lass das mal vorgreifen. Bei Angrosch Spar. Sanya. Sprich von Yandra Aita. Ich versuche mein Bestes. So, jetzt ist noch der Ogre übrig. Mandaya Ioi Banda. Neues Blitz, ich finde, auf ihn zaubern. Mein Atem geht ruhig. Hoffen, dass wir bald wieder genug Ausdauer zusammen haben. Oh, dahinter ist noch ein Bogenschütze. Den sollten wir auch loswerden. Oh, der hat jetzt schon 4 Wunden. Ein Bote mit schlechten Nachrichten. Abgeschlossen. Der ausgesandte Bote ist auf dem Weg, um Verstärkung zu holen. Die Hoffnung auf einen Sieg über die Orkmeute ist somit nicht vergebens. Halte Hügelbolts Verfolger auf. Ich habe die Orkbande zähmen können, aber ich bin mir sicher, der Rest der Meute geht oben auf der Burg noch munter seiner Aufgabe nach. Ja, befreie den Boten Gundwein. Der Bote Gundwein wird von einer Orkmeute gefangen gehalten. Er braucht dringend meine Hilfe. Wem, dem, der in die Hände der Orks gerät. Gerne verwenden sie ihre Gefangene als Frischfleischdepot. Wer Glück hat, wird von einer Meute gefangen, die Order hat, ihre Gefangenen lebend abzuliefern. Aber auf ihre Folgsamkeit ist leider nicht immer Verlass. Begib dich zum Geheimgang. Der Bote Hügelbold sprach von einem Geheimgang, über den er aus der Burg geflohen ist. Auf diesem Weg könnte ich unbemerkt in die Burg gelangen. Jetzt heißt es nur, den Geheimgang finden. Na klar, sprich. Erstmal Gladys heilen. Dann gucken wir mal, was Orks und Ogre so bei sich tragen. Fellfetzen. Ziemlich böse Pfeile. Und Langbögen. Sogar Einbeersäfte. Also ja. Lass das mal Vorgrim machen. Ja. So, hier sind die aufgeteilt. Wir können erstmal noch in Ruhe hier Sachen sammeln. Also ja, wenn eine Horde Schwarzpelze vor der Tür steht, ist das nie gut.